Ja, hallo zusammen. Willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tenchu 2. Ja, genau. Ein neuer Tag, wie immer. Wir, würde ich sagen, machen wir direkt weiter hier. Es geht im nächsten Level. Da wurde ja unser Ninja-Dorf angegriffen. Und ja, wir sollen das vom brennenden Morgen befreien. Und würde ich sagen, schauen wir mal, welche Items wir hier mitnehmen. Ich glaube, hier gibt es nämlich keinen Endboss wirklich. Das heißt, ich werde jetzt keine Items verschwenden. Ich nehme nur zwei Heiltränke mit und komm, zwei Blasrohre. Jo, das war's. Fangen wir mal direkt an. Und dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Und da ist direkt ein Gegner. Okay, krass. Ja, diesen Bereich hier. Ah, shit. Ja, egal. Diesen Bereich hier kennen wir noch, weil das war das erste Level. Und die haben das jetzt nur ein bisschen hier ein bisschen durcheinander gewirbelt. Und wir sollen jetzt hier wieder aufräumen. Oh, was ist das denn für einer? Der sieht ja krass aus. Der wurde niedergemetzelt. Auf brutalste Weise. Da ist der Gegner direkt. Ah, direkt so ein nerviger Gegner, ja, diese. Ja, ich freue mich mal wieder, dass ich Tenchu 2 aufnehmen kann. Es ist einfach ein schönes Spiel. So als Ausgleich, ja. So. Und komm schon. Oh, der war schwer. Ah, der ist da unten. Oh, da unten ist ein. Ui, da ist ein neuer Gegner. Da unten. Ah, seht ihr das? Da ist ein neuer Wolverine-Typ. Einmal kurz kratzen, so. Alles klar. Genau, da hampelt er rum. So. Ich traue mich jetzt nicht, da runter zu gehen. Ich traue mich auch nicht, den coolen Jump hier zu machen, weil die Fail-Rate ist da doch zu groß. Beziehungsweise die Chance, dass man fehlen kann. Ich mache den jetzt hier so kalt, zack. Genau. So, dann beklaue ich. Boah, drei Items. Okay, das ist geil. Dafür hat der nix. Naja, ist egal. Ja, hier ist nichts drin. Ich gehe mal hier lang. Hier rechts. Hier rechts war ja dieser Whirlpool hier oben. Meine ich zumindest. Ja, da oben ist nämlich auch, glaube ich, ein Gegner. Ah, nee, das ist ein Freund. Aber von dem können wir uns hier sehen lassen. Das ist kein Problem hier. Die machen nix. Das sind quasi Bros. Ja, genau. Und ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich glaube, hier kann man auch auf diesen Ast da. Ja, seht ihr das? Genau. Aha, da ist ein Gegner da unten. Und da kann man schön hier von hier oben runter snipern. Ich würde sagen, das mache ich auch so. Wenn der Herr denn mal stehen bleibt. Genau. Zack. Da haben wir es. Und runter da und direkt beklauen. Jo, zwei Items. Okay. Das ist nur der Opa da oben. Genau. Ah, komm schon. So, okay, schauen wir mal weiter. Wo sind die nächsten Gegner? In diesem Level muss man alle Gegner töten. Ansonsten schaffen wir das nicht. Wow, da unten. Oh shit. Oh, was ist das denn für eine? Was hat die denn für ein Kostüm an? Ah. Was hat die denn? Alter, die sieht aus. Schnabelfress, okay. Vogel, naja. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wenn jemand weiß, ja, wie die Geg womit das Gegnerdesign hier was zu tun hat, der mag es doch bitte in die Kommentare schreiben. Nein! Um Gottes. Hilfe, Hilfe! Ich bin da aus Versehen reingerollt, oh ich Idiot. Aber der hat mich nicht gesehen. Der hat mich nicht entdeckt, nein. Oh Gott sei Dank, ey. Oh,
Zum Glück war ich weit genug weg. Das wäre ziemlich fehlig geworden. So. Und jetzt hier. So. Einfach warten. Da ist er. So. Okay. Nein, dreh dich nicht rum! Shit, Mann! Fuck! Ah, er hat mich entdeckt. Fuck. Hä? Wie kann er mich denn dadurch sehen? Nee, okay. Scheiße, der hat mich entdeckt jetzt hier. Ah, ich glaube, das ist noch nicht schlimm. Wie gesagt, beim letzten Mal war es ja so, ne? Wenn man entdeckt wird, heißt das nicht zwangsläufig, dass man nicht mehr Großmeister schaffen kann. Es wird nur ein bisschen schwerer. Sagen wir es mal so. So. Na komm schon, beruhig dich. Beruhig dich. Wie lange bleibst du in Alarm? Was? Irgendwer hat Schaden bekommen. Ich verstehe gerade nicht mehr. Er war es nicht. Ah, da liegt ein Krähenfuß, deswegen hat der. Der hat quasi Krähenfüße geschmissen eben. Deswegen hat er eine Runde gemacht. Naja. Jetzt beruhig dich, Mann. Danke. Wow. Zum Glück können die nicht durch Zäune gucken, ne? So. Bleibt jetzt da so stehen, ja. Und? Nein, Mann. So. Hat er mich jetzt entdeckt? Ich glaube nicht, ne? Dafür hat er zwei Items. Okay. Sehr gut. Zack. Hier ist irgendwo noch ein Gegner. Oder ist das hier ein Freund? Ah, das ist ein Freund. Okay, alles klar. Und dann hier halte ich fest. Ja, nice. Da ist die Kiste. Seht ihr das? Da ist die Kiste. Ja, die hole ich mir. Ich weiß auch, glaube ich, schon, was da drin ist. Da ist nämlich eine Mine drin. Mine benutze ich zwar eigentlich nicht, aber ich würde die trotzdem gerne haben. Für meine Itemsammlung. Frage ist jetzt... Ist da ein Gegner? Ich glaube nicht, ne? Ne, hier ist kein Gegner. Da seht ihr das, das ist eine Mine. Die kann man hier so hinlegen. Und wenn die Gegner dann da reinlaufen, dann explodiert das. Das ist wie so eine Bombe. Also wie so eine Granate quasi. Hui, was? Ach, da oben, da vorne. Alles klar. Okay. Nein. Du siehst mich nicht. Alles klar. Da bist du. Lauf da rein, komm. Lauf in die Mine rein. Das wär's ja. So, was macht die? Ah, was machst du? Du gehst komisch. Jetzt drehst du dich rum, wa? Ah, nee. Alles klar. So. Und von hinten aufschlitzen. Jawohl. Okay. So, dann haben wir die erledigt. Schauen wir mal weiter. Shit, was denn? Ach, diese Teile. Ah, nicht gesehen. Nicht gesehen. Aber ich glaube hier unten. Genau, da ist ein Gegner, ja. Wieder ein Breakdance Wolverine-Typ. Und der kommt hier hoch, okay. Aber er sieht, er dürfte mich hier nicht sehen. Ich bin ja hinterm Zaun. Genau. Ja, auch wieder so eine komische Maske auf, also, oh Gott. Ja, komm. Nicht auf einer Schräge, das ist blöd hier. Ja, zack. Nein, nicht runter. Alles egal, komm. Der hat zwei Items. Das ist schon mal sehr gut. Wo ist der nächste?
Hier links, glaube ich. Ah, oder? Hab ich da hin? Ah, da hinten kommt er. Alles klar. Oh Gott. Was machst du denn da? Ui. Okay. Ah, da ist der. Verstecke ich mich erstmal. Ah, nein. Nicht machen. Ich mach den mit dem Blasrohr kalt. Zack. Das ist doch einfacher, als jetzt hier die ganze Zeit die Routen sich zu merken. Und da kriegt man eh immer wieder, also... Ja. Oh, da war noch einer. Nee, da lang. Da ist irgendwo noch ein Gegner... Ah, da vorne. Ah, alles klar. Sehr gut. Ah, ich habe keine Blasrohre mehr jetzt. Die sollen mir mal wieder welche geben. Ja, komm schon. Zack. Das war gut. So. Da ist ein Snacks. Kommt doch wie gerufen. Warum hört ihr nicht direkt auf mich? Ist doch viel einfacher. Ah, ich weiß, wo der ist. Hier oben. Da ist ein Bogenschütze. Ja, genau. So, jetzt kriegt ihr die Rache dafür, dass ihr das Dorf hier mit niedergemetzelt habt. Dafür werdet ihr jetzt alle sterben. So. Na komm schon. Dreh dich jetzt richtig rum. Katzenfresse. Catface. Naja. Oh, Mann. Was? Ah ja, jetzt. Alles klar. Zack. So. Und ich gehe direkt mit runter. Und mache hier... Ah, shit. Da ist nichts. Aber vielleicht... Ah ne, hier. Im Wald sind bestimmt noch welche. Moment mal. Hier draußen war doch auch noch einer, oder? Genau da. Boah. Ne. Nein, 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 nein. Bleib doch da. Ey, sag mal. Oh. Hässliches Etwas. Du solltest mal zum Schönheitschirurgen gehen, ey. So wie du aussiehst. So, kann ich den jetzt beklauen? Ah ja, okay. Perfekt. So. Wo ist der nächste Gegner? Ah, okay. Ja. Nochmal so ein Wolverine. Zack, zack. In jeder Folge muss mindestens einmal dieser Kill kommen. Ich liebe diesen Kill. So, und dann würde ich sagen... Der hat nichts. Hat der nichts? Ne, der hat nichts, okay. Dann... Ne, da geht's raus. Hallo? Ist das hier eine... Ah, ne. Hier ist keiner mehr drin. Hier ist irgendwo noch ein Gegner. Hier rennt noch irgendwo ein Gegner rum. Ah, die haben mir das Tor aufgemacht. Okay. Ah, da hinten. Cool. Passt. Boah, so. Boah, ich hab so Angst. Zack. Das war aber noch nicht die letzte. Also... Es rennt hier noch irgendwo einer rum. Frage ist jetzt... Wo ist der? Nein, was? Ja gut, okay, Wasser. Nur um zu wissen, dass hier noch jemand rumläuft. Frage ist, wo war ich noch nicht, ne? Ich war eigentlich schon überall, außer... Ja doch, da war ich auch schon. Wo ist der? Na gut, jetzt geht das Umherirren los. Weil ich nicht weiß, wo dieser
Typ ist oder diese Frau. Hä? Ah, gehen wir mal da oben hoch. Und jawohl. So. Aha. Hey. Ah, shit. Ja, egal. Das tut nicht weh. Hier ist der, oder ist das ein Freund? Hier hat doch auch irgendeiner eben Schaden bekommen. Nee, das ist nur... Nein, das ist keiner. Das ist nur ein Freund. Nee. Das heißt, irgendwo müssen doch Leute gekämpft haben eben. Oh mein Gott! Ah, nee, den kill ich. Oder? Nee, das geht so. Alles klar. Oh, so, das war knapp. Aber es war immer noch nicht der letzte. Okay. Ah, Rauchbombe ist sehr gut. Guck mal, wie viel Items ich hier bekommen habe. Alles nur durch die Klauerei. Und da soll noch einmal sagen, Klauen ist scheiße. Nee, Klauen ist gut. Zumindest hier in Tenchu 2. So. Da oben ist nur der Buddy. Ich weiß jetzt... Da! Da ist der! Da links. Frage ist, kommt der hier hin? Was zum Teufel? Da ist er. Oh nee, nein! Alter! Och du Kacke! Boah! Was war das denn? Oh, wir haben es geschafft. Nochmal eine Spannung zum Schluss jetzt hier. Alter, wie krass. Okay. Hat sie. Master! Oh nein. Shit. Oh mein Gott, es gibt doch einen Endboss. Okay, und das ist Tatsumaru. Krass. Okay, dann direkt mal zack hier. Weil er kann ziemliche Kicks hier. Boah, schaut euch das mal an. Boah, mein Gott. Schmeiß das. So. Und weg mit dir, Rekimaru. Zack, zack. Ah, fuck. Komm jetzt. Komm schon, komm schon. Wow. Zweimal der gleiche Trick. Ah, ich wusste nicht, dass es hier einen Boss gibt, verdammt. So. Und schmeiß die Granate. Oh, nein. Oh, fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf. Nein. Du Penner, Tatsumaru, Alter. Oh mein Gott. 5 Hitpoints. Ach du Scheiße, Mann. Oh. Mach mir doch nicht so eine Angst, Alter. Tomorrow, prepare to die. What's wrong with you? Do it. I can't. Das war ganz schön knapp, ey. Boah. Natürlich. Never start a fight you're not prepared to finish, boy. You! Seiru, we're leaving. Yes. You're not going anywhere.
Your anger betrays you. You cannot conquer me if you cannot conquer your feelings. You didn't kill Seiru, so I will spare you. Listen carefully, Rikimaru. A new day is dawning. Conquer your emotions, attain selflessness, and then we'll let you join us. Ah, scheiße, Mann. Ninja-Meister, ey. Oh, hab ich einmal entdeckt. Das ist ärgerlich, ey. Egal. Komm, schwamm drüber jetzt. Ist ja trotzdem ganz okay. Nee, wir haben gerade eben Lady Kagami wieder getroffen. Und Tatsumaru wollte uns quasi töten, aber er hat uns nur fast getötet. Mit 5 Hitpoints haben wir überlebt. Ja. Sieht so aus, als ob er den Meister gekillt hat, ne? Ja, genau. Und ja, scheiße. Und genau, der brennende Morgen möchte quasi eine Ninja-Nation gründen. Also eine Nation, die von Ninjas regiert wird. Aber die Ausführung ist ein bisschen fragwürdig, sagen wir es mal so. Genau, nächste Cutscene. Ah, erstmal speichern, natürlich. Mit Save State. So, okay. Dann schauen wir mal, was jetzt abgeht hier. Es kommen ja sehr viele Cutscenes. Das mag ich so. Oh. Rikimaru. Master Shiunsai. Rikimaru, you must recover the sword, Izayoi. The fate of the Azuma clan is now in your hands. Yes, Master. Wait. When you face Tatsumaru, you must not be ruled by vengeance or anger. You must be in a state of selflessness, or you will fail again. Master? I... Oh, nee. I only prepared you for physical combat. You have not yet mastered warfare of the spirit. Forgive me. Master. Scheiße. Must return to the castle. The burning dawn will attack again, but they won't catch me unprepared this time. Shit, man, Tatsumaru hat den Meister gekillt. Blöd. Semimaru! I'm so glad you're okay. Good dog. Okay, boy. Find Tatsumaru. Find Tatsumaru. Hmm. Ayame? Tatsumaru killed Master Shiunsai. I must avenge his death. I won't let you kill Tatsumaru. Ayame, I must. He killed the master. No, I will kill Tatsumaru myself. What? But... Oh, I see. You're not seeking vengeance. You act from a state of pure selflessness. Come on, Semimaru. Take us to Tatsumaru. Oh, nicht das Level. Das ist so ein Scheiß-Level. Ja. Auf Tatsumarus Spur, also durch den Bambuswald. Ja. Da sind sehr viele Gegner drin und das wird ein Spaß, Freunde, morgen. Das wird lustig. Aber ich glaube eher für euch als für mich. Naja, wie gesagt,
was ihr eben in der Cutscene gesehen habt. Der Meister wurde gekillt von Tatsumaru. Und Rikimaru will seinen Tod rächen. Aber Ayame hat gesagt, nee, sie will den selber killen. Und genau, deswegen sind die jetzt mit dem Hund da. Und auf Tatsumaru Spur sozusagen. Und sind jetzt in einem Bambuswald angekommen. Aber das spiele ich morgen. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Aber, ah ja, krass, man sieht jetzt auch die Narbe beim Rikimaru im Gesicht, wenn wir morgen spielen. Da seht ihr dann die Narbe von Tatsumaru quasi, die war ja vorher noch nicht da. Sehr schönes Detail, muss ich sagen. Aber ich muss für heute schon wieder Schluss machen, das ist schon wieder, glaube ich, eine halbe Stunde oder 25 Minuten. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid bei Tenchu 2. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Jo, ich sag dann mal bis morgen. Tschüss.